Okay, gehen wir mal nach hier unten. Oh. Hey, gib mir das. Gott. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Gott, wie gruselig die sind. Okay, wir haben einen Schlüssel, den sollten wir uns merken. So. Edward, wir haben es geschafft. Der Kamala ist weg. Er ist weg, ja, aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Wir stürzen ab. Oh nein. Oh. Oh nein. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Oh. Und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Ende. Aber das ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut, das ist die Geschichte von Fran Bao und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie in allem zu vergessen. Versprochen, Edward, ich werde dich nie vergessen. Gut, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin. Kapitel 4, Teil 2, das Rezept des Doktors. So, und wieder sind wir irgendwo anders, außer zu Hause. Edward? Autsch, Kätzchen, wir leben noch. Wir haben den Unfall überlebt. Ja, wir leben. Aber Edward ist weg. Aber er hat uns nach Hause gebracht. Wir sind vor der Stadt, Fran. Ich kann es riechen. Bist du dir sicher, Kätzchen? Sind wir schon zu Hause? Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Was ist los? Es ist nur, ich frage mich, wo Edward ist. Ich wünschte, er hätte sich verabschiedet. Vielleicht kannst du ihn mit Hilfe der Medizin wiedersehen. Ja, Kätzchen, aber ich habe schon alle Pillen genommen, siehst du? Die Flasche ist leer. Naja, gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt mich Edward eines Tages besuchen. Oh, ich muss jetzt gerade mal gucken. Wir sind jetzt bei Part 2. Okay, so arg viel ist es gar nicht mehr, wenn ich den Walkthrough hier sehe. Okay, ich gucke noch mal kurz, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Oh, noch nicht so lange. Also wir können noch ein bisschen machen. So. Hier ist ein Fahrrad. Ein rotes Fahrrad. Ist es Edwards oder meins? Okay. Hä? Wo ist der Schlüssel hin? Warte mal. Ich möchte das mal untersuchen. Da ist ein Schlüsselloch. Aber wo ist der Schlüssel hin, den wir jetzt gerade bekommen haben von diesen zwei Schwestern? Oh, wie schön. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen. Hay Street. Ja, das ist sie. Hay Street. Können wir hier irgendwo... Nein. Okay. Also auf jeden Fall haben wir keine Pillen mehr. Ist das unser Haus? Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Warum habe ich so das Gefühl, dass es noch nicht das Ende sein wird? Tante Grace? Hallo? Vielleicht ist sie nicht zu Hause, Schatz. Hast du den Schlüssel? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, irgendwo ist ein Schlüssel versteckt. Ich muss mich nur erinnern, wo. Okay. Gucken wir mal unter den Blumenvasen. Darauf steht, ich habe den Schlüssel... Was? Ich habe den Schlüssel, Fran.
Das ist alles so verwirrend. Was soll ich jetzt tun? Ich habe den Schlüssel, gezeichnet Fren. Der Zettel ist auch nicht von mir. Okay. Seltsam. Hier? Was ist hier? Komm mal her, Kätzchen. Du musst hier hoch und durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. Du hast den Schlüssel schon, aber hast ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. Ganz komisch. Ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hineinzukommen, musst du hochklettern und mir die Tür öffnen. Ah, na gut. Wünsch mir Glück. Ja, mach. Auf geht's, Mr. Midnight. Mr. Midnight, hörst du mich? Kätzchen, öffne die Tür. Oh. Hi. Fren, ich kann es nicht glauben. Du lebst? Wo warst du? Gehen Sie weg von mir. Ich werde nicht in die Anstalt zurückgehen. Ich habe dich so lange gesucht. Wie konntest du entkommen? Das geht Sie nichts an. Bitte gehen Sie jetzt. Aber warum bist du draußen? Ich habe den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drin. Er ist hochgeklettert und durch das Fenster im zweiten Stock geschlüpft. Mr. Midnight, ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, aber wir haben uns am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum Sie hier sind? Ich kam her, um Grace zu treffen. Ich muss ihr etwas Wichtiges sagen. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir kommen müssen. Mein Gott, war das jetzt schwer. Nein, ich verlasse mein Kätzchen nicht noch einmal. Warten wir, bis er die Tür öffnet. Fren, ich glaube nicht, dass deine Katze drin ist. Das ist unmöglich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Er ist drin. Er macht gleich die Tür auf. Hör auf, Fren. Sieh es ein. Deine Katze ist tot. Du musst jetzt mit mir kommen. Nein, 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 nein. Darf ich... Nein! Oh... Jetzt geht die Tür auf. Oh, noch nicht. Wo ist Tante Grace? Tut mir leid, Fren. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen. Ich mache mir nur Sorgen um Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Fren, ich wurde der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Okay, ich schalte mich mal kurz wieder ein. Familienmord in der Hay Street. Die Körper perfekt zerschnitten wurden. Martin und Lucia Beau Dagenhardt wurden am Anfang der Woche brutal ermordet in ihrer Wohnung in der Hay Street aufgefunden. Der Polizist Marco Hulmer sagte, es macht den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt zeigt keinerlei Zeichen von Gegenwehr der Opfer. Die Polizei befragte Grace Dagenhardt, Lucias Zwillingsschwester. Aber die Polizei bekam keine nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie, Fren Beau, wurde einen Tag nach dem Mord an ihren Eltern im Wald aufgefunden. Sie erfror. Was? Nein, das kann nicht sein, oder? Wir sind eigentlich tot. Liebe Gladys, erzähl der Zeitung von Fren Beau. Sie wurde im Wald gefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet wurden. Fren Beau, 17.12.34 bis zum 22.07.44. Fren hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie im Himmel wieder. Nein, das glaube ich nicht. Ich bin nicht tot und auch nicht von den Schmerzen befreit. Ich bin nicht tot. Gladys Hannah? Ist das nicht ihre Schwester? Aber ich bin nicht tot. Das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Medikamente vertauscht wurden. Dir wurde eine neue Variante Duotine gegeben. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplomatin-Werte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplom
Ektoplomatina schafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Problem ist, wenn das Ektoplomatin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Und das führt zu großer Verwirrung in deinem Gehirn. Eine große Gehirnverwirrung? Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber das liegt an all den neuen Dingen, die ich sehe und fühle. Was meinst du damit, Fran? Ich sehe die Ultrarealität und ich reise in andere Welten. Ultrarealität? Das müssen Folgen von Duotine sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es ihnen zeigen. Du brauchst die Medikamente nicht mehr. Außerdem ist das alles nur in deinem Kopf, Fran. Alles in meinem Kopf, sagen sie? Dann könnte ich es vielleicht kontrollieren. Ich meine damit, dass du dir die Dinge einbildest. Das ist alles. Oh! Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Oh, hat Ihr Vater Ihnen mit diesem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das gesagt? Sie! Oder etwa nicht? Ich habe gar nichts darüber gesagt. Oh mein Gott, dann stimmt es also. Oh bitte, konzentrieren wir uns. Aber Sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwestern? Oswald? Wer weiß? Ich weiß es. Es ist das große schwarze Monster, Remor. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich. Er will mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in Itersta geblieben, mit Palondras und dem großen Zauberer. Wovon sprichst du da? Bitte, Fran. Ich meine es ernst. Ich habe mich nie von Itward oder Palondras verabschiedet. Und mein Kätzchen ist alleine. Palondras? Itward? Bitte, Fran. Palondras ist der Arzt von Itersta. Er kann fliegen. Sehr flauschig. Und Itward ist mein treuer Freund. Er hat mich mit seiner Maschine nach Hause gebracht. Scheinbar hast du in einem Märchen gelebt. Es war nicht immer alles gut. Die Zwillinge sind fort. Wegen mir. Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Die Mädchen, die aneinander genäht waren. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und mir. Zwei Mädchen in der Anstalt, die sagten, sie sähen eine Kreatur namens Edward oder so. Edward? Ich glaube, das verstehen sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit den Mädchen? Dr. Oswald experimentierte mit ihnen. Er nähte sie zusammen. Boah, wie krank einfach nur. Hauptsächlich, um die Reaktion der DNA zu sehen, aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Körper wurden in einen Brunnen geworfen. Alter! Das ist ja schrecklich. Sie können mich nicht zurück in die Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das uns zu dem Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hatte Palandras doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind nur ein alter Mann, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. Okay, er ist jetzt auf unserer Seite. Und das mit den Schwestern ist ja echt krank. Hier wären wir. Aber das ist der Friedhof. Was tun wir hier? Das wirst du schon noch sehen. Komm schon, mir nach. Oh, wie traurig sie ist. Bin ich mal gespannt jetzt. Was ist das? Hier ist die letzte Ruhestätte deiner Eltern. Und auch deine. Warum haben sie mich hierher gebracht? Tut mir leid, Fran, aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann uns das helfen, die Dinge richtig zu stellen. Was meinen Sie mit richtig? Ich meine damit, dass wir, wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben werden. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und andere davor schützen, verletzt zu werden. Ich verstehe. Und wobei brauchen Sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise zu finden. Wir müssen die Säge öffnen. Okay, ich helfe. Vielleicht kamen die Tödlichwürmer schon. Wer? Wie auch immer, wir brauchen Schaufeln zum Graben. Ich gehe nach links und du nach rechts. Wir sehen uns genau hier in ein paar Minuten. Alles klar? Okay, bevor wir jetzt gehen, darf ich mir das angucken. Martin Bau. Lucia Bau Dagenhardt. Krass. Aber wenn die uns hier mit begraben haben, dann müssen die ja irgendeine Leiche gefunden haben. Aber ich verstehe das nicht. Wer denkt sich so eine Lüge aus? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Okay, auf jeden Fall habe ich keine Medikamente. Das heißt, ich kann in keine zweite Realität.
Okay. Sehr schön. Dokumente, Alter, was für Dokumente. Entweder sind die mega gefälscht oder wir sind hier tatsächlich tot und sind irgendwie in einer Dimension oder in einer Parallelwelt. Ich habe keinen Plan. Das verwirrt mich jetzt gerade extrem. So. Auf geht's hierhin. Du musst leise sein, Fabio. Oh, aber ich bin nicht Fabio. Ich bin Fran. Hallo, kleiner Kiefernzapfen. Was? Oh mein Gott, ein Riese. Oh bitte, keine Angst, ich tue dir nichts. Ich dachte, Riesen können uns nicht sehen. Ich glaube, ich kann dich sehen, weil ich sehr große Augen habe, siehst du? Ah, verstehe, ich bin übrigens Sebastian, der Sammler des Stamms. Der Sammler des Stamms? Das klingt aufregend. Im Moment versuchen wir etwas glänzendes Leder zu finden. Wir brauchen es für das Paarungsritual. Oh, das ist interessant. Glänzendes Leder? Letztes Mal haben wir Menschenhaut benutzt, aber die Tödlichwürmer wollten sie zurück. Also suchen wir etwas, das künstlicher ist. Nun, ich hoffe, du findest das Leder. Sebastian, tust du mir einen Gefallen? Kommt auf den Gefallen an, große Dame. Ich frage mich, ob du mir die Tür von innen aufmachen kannst. Das könnte ich tun, aber wir können uns auch gegenseitig helfen. Bring mir ein Stück Leder und ich öffne die Tür. Okay, große Dame? Aber wo soll ich das finden? Na gut, ich schaue, was ich tun kann. Ich habe schon eine Idee. Und zwar gehen wir ins Auto. Das war ja Leder, oder? Und dann schneide ich einfach mit dem Messer ein bisschen was. Oh. Ups, da habe ich aber ein großes Loch gemacht. Naja, aber wenigstens habe ich jetzt das Leder. Entschuldigung, Herr Doktor. Entschuldigung. Da war so ein sprechender Tannenzapfen oder Kiefernzapfen, der wollte ein bisschen Leder und das habe ich ihm gegeben. Oh, wie süß der aussieht. Danke, große Dame. Unser Stamm, die Kiefertastischen, wird glücklich sein. Und jetzt öffne ich die Tür. Eine Sekunde. Oh. Autsch. Geht's dir gut, Sebastian? Sebastian? Mir geht es gut. Ja. Gut, nun, danke. Du hast die Tür geöffnet. Gern geschehen, große Dame. Fabio? Oh, wie süß. Oh. Cute. Oh, ich muss los. Gute Nacht. Hey, Fabio, warte, ich habe das Leder. Oh Gott, wie süß. Nein, da ist nichts drin. Okay, dann hoffe ich mal, dass der Doktor was gefunden hat. Ah, sehr schön. Da bist du ja, Friend. Schau mal, ich habe Schaufeln gefunden. Graben wir. Ist das nicht Grabschändung hier, was wir gerade tun? Tja, jetzt brauchen wir etwas, um die Säge zu öffnen. Sie klemmen. Ich hatte ein Brecheisen in meinem Auto, aber ich kann es nicht finden. Ich habe das Brecheisen genommen. Ich musste damit eine Tür öffnen. Wollen Sie es wieder? Nein, Friend. Aber du hast die Ehre, die Säge zu öffnen. Okay, ich öffne sie. Ich habe Angst. Ein bisschen habe ich Angst. Ja, ich wollte das auch damit machen. Oh, Müll. Der Tödlichwurm hat deine Augen genommen. Bin ich aber auch mal gespannt, Mutter. Du bist so dünn. Ja, liegen ja auch schon ein bisschen hier. Ich bin nicht im Sarg, aber heißt das, dass es. Ist das Mr. Midnight? Aber das kann nicht mein Kätzchen sein. Mr. Midnight ist zu Hause. Ich nenne dich Albert.
Hast du etwas gesehen, was uns dem Mörder näher bringt? Nein, ich fühle mich nur sehr schlecht dabei, meine Eltern so zu sehen. Die tote Katze ist nicht meine Katze, sie lügen. Fran, wie gesagt, deine Katze war verschwunden und das hier ist vielleicht deine Katze. Das kann nicht sein, ich habe mein Kätzchen gefunden, sie müssen mir glauben. Bringen Sie mich nach Hause und ich zeige es Ihnen, bitte, ja? Okay, Fran, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich kümmere mich später darum, ich muss noch Hinweise finden. Oh Mann. Ich muss nochmal angucken. Ich kann aber hier keine Hinweise irgendwie. Ich brauche auch immer noch den Schlüssel. Oh Mann. Die Arme. Jetzt musste sie das auch noch sehen, ey. In die Hände der Dunkelheit entschwunden. Du hast keine Manieren. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich nahm dir das Licht. Die, die du liebst. Die, die du respektierst. Und die, deren Liebe du dir wünschst. Du, zerbrochenes, kleines Mädchen. Das Haus des Wahnsinns lädt dich ein. Wenn du die, die du liebst, finden willst, musst du in der Dunkelheit erwachen. Wach jetzt auf, Fran. Wach auf. Kapitel 5, das Haus des Wahnsinns.